Herzlich willkommen zum Steuerberater-Crashkurs von Ebner Stolz. Mein Name ist Florian Horsch und ich bin seit 6 Jahren bei Ebner Stolz am Standort in Köln tätig. Vor 4 Jahren war ich in der gleichen Situation wie ihr und habe ebenfalls meine Steuerberaterprüfung abgelegt. Den schriftlichen Teil der Prüfung habt ihr schon geschafft. Damit ist die größte Hürde schon mal genommen. Jetzt kommt noch der mündliche Teil. Hierbei möchten wir euch gerne mit diesen Videos unterstützen und euch aktuelle Themen aus dem Steuerrecht näher bringen. Wenn ihr Fragen zu den Inhalten oder zur Prüfung habt, dann meldet euch gerne bei mir. Meine Kontaktdaten findet ihr am Ende des Videos. Herzlich willkommen zum Steuerberater-Crashkurs von Ebner Stolz. Mein Name ist Florian Horsch und ich möchte euch in diesem Video über Neuerungen in den Bereichen der Grundsteuer und der erweiterten Kürzung informieren. Falls noch nicht gemacht, schaut euch auch Teil 1 des Videos an, in dem wir uns mit der Reform der Grunderwerbsteuer befasst haben. Die Reform der Grundsteuer geht auf ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 10. April 2018 zurück. Die Richter haben entschieden, dass das bisherige Bemessungsverfahren gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz verstößt, da seit dem Jahr 1964 keine neue Hauptfeststellung der Grundbesitzwerte erfolgt ist und die bisherige Wertentwicklung regional sehr unterschiedlich war. Dementsprechend lag der Schwerpunkt der Reform in einer Neuaufstellung der Ermittlung der Bemessungsgrundlage. Die erforderlichen Anpassungen in den Bundes- und Landesgesetzen sowie Verwaltungsanweisungen haben zu weiten Teilen in den Jahren 2019 bis 2021 stattgefunden, sind allerdings in einzelnen Bundesländern noch nicht abgeschlossen. Die erstmalige Neubewertung aller grundsteuerrelevanter Immobilien in Deutschland hatte auf den 1. Januar 2022 zu erfolgen. Für die Durchführung der Bewertung haben die Steuerpflichtigen, die Beraterschaft und die Finanzverwaltung bis zum 01.01.2025 Zeit, denn ab dann wird die Grundsteuer nach dem neuen Recht erhoben. Eine besondere Komplexität für die Praxis wird sich daraus ergeben, dass jedes Bundesland die Möglichkeit hat, eigenständige Bewertungsverfahren zu entwickeln und anzuwenden. Der rechtliche Rahmen hierfür wurde durch eine entsprechende Änderung des Grundgesetzes geschaffen. Erklärtes Ziel des Gesetzgebers war es, die Verfassungswidrigkeit zu beseitigen, allerdings ohne es zugleich zu einer strukturellen Erhöhung der Grundsteuer kommen zu lassen. Kernelemente der Grundsteuer sind daher weiterhin die Grundsteuer A für Land- und forstwirtschaftliches Vermögen, welches primär nach dem Ertragswertverfahren bewertet wird, sowie die Grundsteuer B betreffend unbebaute oder bebaute Grundstücke, für die ein breites Spektrum an Bewertungsverfahren zur Anwendung kommen wird. Neu ist die sogenannte Grundsteuer C, die die Gemeinden optional erheben können. Diese sieht die Anwendung eines erhöhten Hebesatzes für baureife, aber unbebaute Grundstücke vor. Um hiermit Grundstücksspekulationen unattraktiver zu machen und unbebaute Grundstücke einer Bebauung zuzuführen. Wertbestimmende Größen der neuen Grundsteuer sind der Grundsteuerwert, die Steuermesszahl bzw. der Steuermessbetrag und der Hebesatz. Der Grundsteuerwert ersetzt hierbei den bisherigen Einheitswert und soll künftig alle 7 Jahre neu festgestellt werden. Um die angestrebte Aufkommensneutralität zu erreichen, wurde die Grundsteuermesszahl von 3,5 Promille auf 0,034 Promille reduziert. Allerdings ergeben sich auch hier Länder- und Bewertungsverfahren spezifische Besonderheiten. Letztlich hängt die Aufkommenswirkung zu weiten Teilen davon ab, wie die Gemeinden von ihrem Recht zur Festsetzung der Hebesätze Gebrauch machen. Im Bereich der Bewertungsverfahren scheinen sich im Moment 3 bis 4 verschiedene Modelle durchzusetzen. Dies ist zunächst das sogenannte Bundesmodell, welches im Bewertungsgesetz als standardmäßiges Bewertungsverfahren vorgesehen ist. Hierbei werden unbebaute Grundstücke auf Basis des Bodenrichtwerts und der Fläche bewertet und bebaute Grundstücke entweder nach dem Sach- oder nach dem Ertragswertverfahren. Erste Zweifelsfragen hat die Finanzverwaltung bereits im Anwendungserlass vom 06.08.2021 geklärt. Für die Praxis dürfte von Vorteil sein, dass sich ein Großteil der Bundesländer diesem Bewertungsverfahren angeschlossen hat und von der Möglichkeit zur Entwicklung eigener Bewertungsverfahren keinen Gebrauch macht. Bayern plant mit dem sogenannten Flächenmodell die Anwendung eines eigenen Bewertungsverfahrens. Hierbei wird die Grundstücksfläche mit einer fest definierten Äquivalenzzahl für Boden bzw. Gebäude multipliziert, was zum einen der Verfahrensvereinfachung dienen soll und zum anderen einen stetigen Anstieg der Grundsteuer aufgrund steigender Grundstückspreise vermeiden möchte. Hamburg, Niedersachsen und Hessen haben sich diesem Verfahren grundsätzlich angeschlossen, planen jedoch die Äquivalenzzahlen durch sogenannte Lagefaktoren an die lokalen Besonderheiten anzupassen. In Bereichen mit hohen Bodenrichtwerten, zum Beispiel in Innenstädten, werden dementsprechend höhere Äquivalenzzahlen zur Anwendung kommen. Das in Baden-Württemberg geplante Bodenwertmodell geht in der Abstraktion noch einen Schritt über das Flächenmodell hinaus. Hier soll lediglich der Bodenrichtwert mit der Fläche für das gesamte Grundvermögen multipliziert und sodann eine entsprechend höhere Messzahl von 0,13% angewandt werden. Es ist offensichtlich, dass die Umsetzung der erstmaligen Neubewertung durch Steuerpflichtigen, die Beraterschaft und die Finanzverwaltung vor eine große Herausforderung stellen wird.
Es bleibt abzuwarten, wann die Bundesländer ihre Gesetzgebungsverfahren abschließen und mit der Neubewertung tatsächlich überall begonnen werden kann. Aber auch mit Blick auf die Steuerberaterprüfung lohnt es sich, diese Entwicklung weiter im Auge zu behalten. Inwiefern bei dieser Vielfalt an Methoden zur Bemessung der Grundsteuer tatsächlich das Ziel eines gleichbleibenden Grundsteueraufkommens erreicht werden kann, scheint allerdings sehr fraglich. Auf dieser abschließenden Folie haben wir euch noch kurz ein paar Einzelheiten zu den beiden Bewertungsverfahren im Bundesmodell dargestellt. Im Grundsatz entsprechen die beiden Verfahren denjenigen, die auch im Rahmen der Erbschaft- und Schenkensteuer zur Anwendung kommen, wobei auf unterschiedliche Anlagen im Bewertungsgesetz Bezug genommen wird. Ansonsten ist der wohl größte Unterschied, dass im Ertragswertverfahren auf einen pauschalierten Rohertrag abgestellt wird, anstelle die tatsächlichen Mieteinnahmen. Außerdem werden Ein- und Zweifamilienhäuser für Zwecke der Grundsteuer nach dem Ertragswertverfahren und nicht nach dem Sachwertverfahren bewertet. Im letzten Teil unseres Videos verlassen wir den Bereich der Realsteuern und kommen zu einem ertragssteuerlichen Thema, nämlich den Änderungen bei der erweiterten Grundbesitzkürzung in der Gewerbesteuer. Das Gewerbesteuergesetz sieht in § 9 Nummer 1 zwei Möglichkeiten zur Kürzung von Grundbesitzwerten vor, mit dem Ziel, einer Doppelbelastung von Grundsteuer und Gewerbesteuer für Gewerbebetriebe zu vermeiden. Im Regelfall erfolgt eine pauschale Kürzung in Höhe von 1,2% des Einheitswertes, welcher zuvor gemäß § 121a Bewertungsgesetz um 40% zu erhöhen war. Ab dem Erhebungszeitraum 2025 erfolgt eine Anpassung an die eben dargestellte Reform der Grundsteuer, sodass fortan auf den Grundsteuerwert abgestellt werden kann und eine Erhöhung nach § 121a Bewertungsgesetz nicht mehr erforderlich ist. § 9 Absatz 1 Sätze 2 fortfolgende sehen eine weitreichendere Kürzungsmöglichkeit für Unternehmen vor, die ausschließlich eigenen Grundbesitz verwalten und nutzen und daneben höchstens bestimmte erlaubte Nebentätigkeiten ausüben. In diesem Fall wird der Gewerbeertrag um das gesamte auf die Verwaltung und Nutzung eigenen Grundbesitz entfallenden Ergebnisses gekürzt. Allerdings erfolgt keine Kürzung von den Erträgen aus den Nebentätigkeiten. Das sehr streng ausgelegte Ausschließlichkeitsgebot lässt sich in drei Perspektiven unterteilen. Neben der Nutzung und Verwaltung eigenen Grundbesitzes dürfen nur explizit im Gesetz genannte Nebentätigkeiten ausgeübt werden, um die erweiterte Grundbesitzkürzung nicht zu gefährden. Dies sind die Verwaltung und Nutzung eigenen Kapitalvermögens, die Betreuung von Wohnungsbauten sowie die Errichtung und der Verkauf von Ein- und Zweifamilienhäusern sowie Wohnungseigentum. Darüber hinaus gibt es die in der Rechtsprechung anerkannten sogenannten zwingend notwendigen Nebentätigkeiten. Hierbei handelt es sich um Tätigkeiten, die unentbehrlich für eine wirtschaftlich sinnvoll gestaltete Grundstücksnutzung und Verwaltung sind. Es ist jedoch stets eine einzelfallspezifische Betrachtung vorzunehmen. Im Gegensatz zu den erlaubten Nebentätigkeiten werden die Erträge aus diesen zwingend notwendigen Tätigkeiten der Haupttätigkeit zugerechnet und dann ebenfalls gekürzt. Darüber hinaus definiert § 9 Nummer 1 Satz 5 Gewerbesteuergesetz Konstellationen, in denen ebenfalls die Anwendung der erweiterten Kürzung ausgeschlossen ist. Hervorzuheben ist hier insbesondere, wenn das Grundstück dem Gewerbebetrieb eines Gesellschafters dient. Die Tätigkeit ist zudem grundbesitzbezogen zu verstehen. Das heißt, es muss zum einen eigener Grundbesitz und nicht fremder Grundbesitz verwaltet oder genutzt werden. Und zum anderen muss es sich um Grundbesitz im steuerrechtlichen Sinne handeln, das heißt, dass insbesondere Betriebsvorrichtungen, die als bewegliche Wirtschaftsgüter gelten, nicht mitvermietet werden dürfen, auch wenn diese zivilrechtlich dem Grundbesitz zuzurechnen sind. Zuletzt muss die begünstigte Tätigkeit ununterbrochen während des gesamten Erhebungszeitraums ausgeübt worden sein. Durch das sogenannte Fondsstandortgesetz haben sich nun Änderungen im Bereich der erlaubten Nebentätigkeiten ergeben. Der Katalog wurde erweitert um Stromlieferungen im Zusammenhang mit dem Betrieb von Anlagen zur Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien sowie aus dem Betrieb von Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Fahrräder. Dies gilt allerdings nur, wenn die Einnahmen aus diesen beiden Tätigkeiten insgesamt 10% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes nicht übersteigen. Darüber hinaus sind auch weitere unmittelbare Vertragsbeziehungen mit den Mietern unschädlich, wenn die Einnahmen daraus 5% der Einnahmen aus der Gebrauchsüberlassung des Grundbesitzes nicht übersteigen. Eine weitere Konkretisierung, was genau unter unmittelbaren Vertragsbeziehungen zu verstehen ist, enthält das Gesetz nicht. Anzuwenden sind die neuen Regelungen bereits ab dem Erhebungszeitraum 2021. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel an. Die iGmbH ist Eigentümerin eines Ladenlokals, welches sie an den P vermieten möchte, damit dieser dort einen Imbiss betreiben kann. Aufgrund einer behördlichen Auflage lässt die iGmbH einen Fettabscheider installieren, welcher dann ebenfalls an den P mitvermietet werden soll. Vom monatlichen Mietzins in Höhe von 2.500 Euro entfallen schätzungsweise rund 80 Euro auf den Fettabscheider. Da der Fettabscheider unmittelbar dem Betrieb des P dienen würde, handelt es sich hierbei um eine Betriebsvorrichtung, also ein bewegliches Wirtschaftsgut. Nach der bisherigen Rechtslage wäre daher die Anwendung der erweiterten Kürzung für die iGmbH ausgeschlossen.
Nach der neuen Rechtslage ist zu prüfen, ob es sich vielleicht um eine unschädliche sonstige Vertragsbeziehung handelt. Die jährlichen Einnahmen aus der Vermietung von Grundbesitz, also ohne die Betriebsvorrichtung, belaufen sich auf 29.040 Euro. Aus der Vermietung von Betriebsvorrichtungen werden hingegen 960 Euro erzielt, was im Ergebnis rund 3,3% entspricht. Die Ausnahmeregelung ist somit anwendbar und die Einnahmen aus der Vermietung von Grundbesitz in Höhe von 29.040 sind zu kürzen. So viel zu den Neuerungen aus der Gesetzgebung. Kommen wir nun noch zu ein paar aktuellen Highlights aus der Rechtsprechung. In der Rechtssache 4R4 aus 19 hat der BfH entschieden, dass eine zwingend notwendige Nebentätigkeit auch grundbesitzbezogen zu verstehen sein kann. Daher wurde im Urteilsfall die erweiterte Kürzung gewährt, obwohl neben eigenem Grundbesitz auch angemieteter fremder Grundbesitz vermietet worden ist. In dem der Entscheidung 3R34 aus 17 zugrunde liegenden Sachverhalt haben Vermieter und Mieter zunächst zutreffend vereinbart, dass die auf Betriebsvorrichtungen fallenden Aufwendungen bei einem noch zu richtenden Gebäude vom Mieter getragen werden sollen und Betriebsvorrichtungen nicht mitvermietet werden. Wie häufiger in der Praxis konnten allerdings nicht alle Betriebsvorrichtungen zutreffend identifiziert werden, sodass einzelne Betriebsvorrichtungen doch in die Mietkostenkalkulation des Vermieters Einfluss gefunden haben. Während die Finanzverwaltung hieraus die schädliche Mitvermietung von Betriebsvorrichtungen ableiten wollte, hat der BfH entschieden, dass dies alleine für eine Versagung der erweiterten Kürzung nicht ausreichend ist. Außerdem haben wir euch auf der Folie die Aktenzeichen zu drei interessanten FG-Urteilen zusammengestellt, welche sich mit der Auslegung der Ausschlusskriterien des § 9 Nummer 1 Satz 5 Nummer 1 Gewerbesteuergesetz beschäftigen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir konnten euch einen guten Überblick über die Neuerungen bei der Grundsteuer und der erweiterten Grundbesitzkürzung geben. Wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, kommt gerne auf mich zu und schaut euch auch die anderen Videos aus unserem Crashkurs an. Ich wünsche euch viel Erfolg bei der weiteren Vorbereitung und der Prüfung.